Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein Monatsupdate zum Monat November, also wieder meine aktuellen Käufe und Verkäufe aus meinem Wikifolio. Viel Spaß dabei. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Value for Investors. Disclaimer wieder kurz vorweg, ist natürlich alles keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung. Und bei den Unternehmen, die ich hier bespreche und auch meinem Wikifolio, bin ich zum Teil selbst investiert, sodass hier natürlich auch ein gewisser Interessenskonflikt entstehen kann. Wir schauen uns heute mal wieder eben mein Wikifolio an. Was hat sich hier getan? Also wir sehen schon, seit Beginn, dem 4. August 2020, hat sich das Wikifolio um 36,9% nach oben entwickelt, auf Einjahressicht um 21,8% und die durchschnittliche jährliche Performance liegt hier auch bei 25,8%. Und ich weiß das von vielen anderen YouTubern, die immer ein Monatsupdate machen, sich dann immer die Performance aus dem letzten Monat auch anschauen. Das macht für mich eigentlich wenig Sinn, dass ich mir immer die einmonatige Performance anschaue, ob es da jetzt mal ein paar Prozent runterging oder ein paar Prozent nach oben. Da beim langfristigen Investieren also ein Monat viel zu kurzer Zeitraum ist, dass der irgendwas aussagen würde. Es gibt Monate, da geht es nach oben, es gibt Monate, da geht es nach unten. Und selbst ein Jahr anzuschauen, immer einzeln, finde ich schon sehr schwierig. Da ist, auch wenn es natürlich bisher sehr gut gelaufen ist, zum Beispiel in meinem Wikifolio und auch natürlich die ganzen Jahre seit der Finanzkrise, der ganze Aktienmarkt sehr gut läuft, es gibt oder es wird auf jeden Fall auch Jahre geben, in denen mein Wikifolio negative Performance hat. Es wird Jahre geben, in denen mein Wikifolio eine schlechtere Performance hat als der Vergleichsindex, der MSCI All Country World. Also wichtig ist für mich die langfristige Performance, langfristig besser zu sein als mein Vergleichsindex. Und ich weiß natürlich ganz genau, dass es da auch Zeiträume geben wird, die nicht so gut sind. Dagegen kann man meiner Meinung nach nichts machen. Wenn da jemand was dagegen machen könnte, dann wäre er mit Abstand der beste Investor der Welt. Aber ich finde es auch gar nicht wichtig, da etwas dagegen zu machen. Denn wenn langfristig die Performance sehr gut ist, wie jetzt zum Beispiel bei Berkshire Hathaway, da habe ich jetzt hier mal als Beispiel aufgemacht. Wenn langfristig die Performance gut ist, hier seit 1980 bis 2021, eben jetzt über gut 40 Jahre, von, was hatten wir hier, $275 auf $423.000. Das ist, wir können es mal kurz ausrechnen, $423.000 geteilt durch, was hatten wir, 200, ja, $75. Da hat man sein Vermögen ver-1538-facht. Und das ist hier ein Zeitraum von 40 Jahren. Und selbst in diesem Zeitraum bei einem fantastischen Investor wie Warren Buffett gab es auch Zeiträume wie hier. Wenn wir mal 1998 starten, da war der Kurs bei 76.300 von Berkshire. Und gehen hier weiter bis zum Jahr 2009. Das heißt, wir haben hier einen Zeitraum von 11 Jahren, also 1998 bis 2009. Und der Kurs ist auf dem gleichen Niveau wie eben 1998. Also es hat sich in 11 Jahren nichts getan. Das ist ein Viertel des gesamten Zeitraumes hier. Und trotzdem hat sich der Kurs mehr als vertausendfacht. Also selbst wenn man hier 10 Jahre anschaut, sagt das noch nichts über die langfristige Performance aus. Da sagt ein Jahr oder ein Monat schon erst recht nichts dafür aus. Und es gibt auch Zeiträume, weil aktuell habe ich ein paar Bekannte oder zwei Bekannte haben mich gefragt, nachdem jetzt die Aktienkurse die letzten Tage nach unten gingen, um ein paar Prozent, was ich denn da mache und was da los ist. Es wird immer Phasen geben, wo Aktienkurse nach unten gehen. Sei es jetzt wegen Corona, sei es wegen anderen Gründen, der Finanzkrise, sonstige Sachen. Und die paar Prozent jetzt, das ist ja alles andere als ein Crash, das sind einfach mal ein paar Prozent nach unten. Und selbst wenn es morgen 30% nach unten geht, ändert es immer noch nichts an meiner Anlagestrategie. Wir können hier auch mal bei Berkshire wieder schauen, eben beim besten Investor der Welt, Warren Buffett. Hier Finanzkrise 2007 ging der Kurs von 150.000 auf grob 75.000 runter, also auch minus 50% in etwa innerhalb von ja, einem Jahr. Also alle meine Aktien habe ich auch kein Problem damit, wenn sie in einem Jahr 50% tiefer stehen. Und das liegt einfach daran, dass ich als Value Investor mich auf die Unternehmen konzentriere, nicht auf die Aktienkurse. Ich investiere in die Unternehmen, als ob es eben gar keine Aktiengesellschaften wären. Und für mich ist wichtig die Geschäftsentwicklung. Und wenn die langfristig gut ist, wird auch langfristig der Aktienkurs sich dementsprechend entwickeln.
Hier unten sehen wir auch mal bei Berkshire, es gab auch Jahre hier wie eben 2008. Da ist der Kurs um 31% da unten, hier 1999 um 20% da unten, 1990 um 23% da unten. Es wird immer Jahre geben, die negativ sind und auch weit negativ. Und das sind ja immer nur die einzelnen Jahre. Wenn man natürlich irgendwie andere Zeiträume nimmt, wie ich gerade hier oben bei der Finanzkrise, vom Hoch bis zum Tief, dann werden die Verluste noch weit größer sein. Und es wird auch in Zukunft sicherlich, wann auch immer das sein wird, auch in meinem Wikifolio mal 50% nach unten gehen, wenn eben der Gesamtmarkt irgendwelche Paniken hat, Krisen da sind. Aber wenn ich dann Unternehmen habe, die langfristig das überstehen und langfristig vielleicht sogar noch sich positiv daraus entwickeln, weil sie eben Konkurrenten übernehmen können, die eben nicht damit oder mit dieser Krise umgehen können, weil sie dann pleite gehen oder kurz vor der Pleite sind, dann werde ich langfristig eine sehr gute Performance erzielen. Deshalb, auch wenn ich hier nach einem Vierteljahr eine gute Performance habe, die sagt noch lange nichts über die langfristige Performance aus. Das heißt aber nicht, dass ich das erst seit einem Vierteljahr mache, natürlich, wer länger meinen Kanal schaut. Ich investiere das schon seit einigen Jahren mehr oder einige Jahre länger in Aktien und analysiere Unternehmen und habe auch, wie ich schon öfter erwähnt habe, eben mein Mathestudium mich darauf spezialisiert, auf Portfoliooptimierung und auch eine wissenschaftliche Arbeit noch darüber geschrieben. Also ich habe erst das Wikifolio nur hier im August 2020 gestartet. Ach genau, was ich mich noch bedanken möchte, auch im letzten Monat kam wieder 10.000 Euro hier hinzu. Also hat sich das Volumen erhöht, das investierte Volumen im zugehörigen Index, Zertifikat auf 117.000 Euro. Da möchte ich mich natürlich herzlich bedanken. Ich freue mich natürlich, wenn es nach oben geht, dieser Wert. Und dann schauen wir mal kurz auf die größten Positionen. Heute am Mittwoch ist wieder alles grün, gestern am Dienstag und letzte Woche, vor allem am Freitag, war natürlich alles rot. Aber wie gesagt, das sind kurzfristige Schwankungen, die mich sehr wenig interessieren. Vielleicht für Anfänger wäre es vielleicht sogar gut, wenn sie einfach nur einmal im Monat auf die Kurse schauen würden oder noch seltener. Ich glaube, am besten wäre es für Anfänger sogar, sie würden sich vorher sagen, okay, sie schauen nur immer einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr auf die Kurse. Dann hat es auch zur Folge, dass sie, bevor sie ein Unternehmen kaufen, es auch gründlich analysieren und sie machen sich dann nicht gleich verrückt, wenn die Aktienkurse großartig schwanken. Ja, meine größte Position ist weiterhin Facebook, beziehungsweise Meta jetzt neu natürlich, mit 7,0%. Dann kommt Alibaba mit 5,2%, TickTS mit 4%, Intel mit 4% und Checkpoint Software Technologies mit 3,9%. Zu all den Unternehmen gibt es auch einzelne Analysen von mir auf meinem YouTube-Kanal, falls ihr euch da für eine interessiert oder für mehrere. Und auch zu anderen Unternehmen, die hier in meinem Wikifolio sind oder eben auch nicht in meinem Wikifolio sind, gibt es eben Analysen. Auf meinem YouTube-Kanal schaut da gerne mal ein bisschen rum. Und hier sehen wir nämlich auch zum Beispiel Alibaba, ist mit 40% im Minus. Da eben gerade die Stimmung sehr schlecht ist, China, Risiken, Regulierungsrisiken in China. Und dann natürlich auch noch Konflikt mit zwischen China und USA, was immer da ist. Und da ist Alibaba oder allgemein natürlich China-Aktien, aber vor allem auch Alibaba sehr, sehr unbeliebt zur Zeit. Aber aus meiner Sicht ist es weiterhin ein Top-Unternehmen mit Top-Zukunftsaussichten. Die Quartalszahlen waren zwar letztlich nicht so wie erhofft von den Analysten, aber trotz dessen ist es ein weiterhin stark wachsendes Unternehmen, ob es jetzt mit 15, 20 oder 25% wächst. Und selbst eine Apple oder so gab es immer mal wieder Phasen wie 2016, wo sie mal gar nicht gewachsen sind. Das kann es auch bei Alibaba geben, dass es mal ein Jahr nicht wächst. Aber die Marktstellung ist einfach so gut und der Burggraben und die Bewertung aus meiner Sicht eben sehr günstig, sodass ich hier gerne mit einer ja, relativ großen Position auch investiert bin. An dieser Stelle vielleicht auch noch kurz auf einen Kommentar. Ich hatte, glaube ich, heute erst, heute Vormittag, wollte mir jemand einen Kommentar unter meinem SAP-Video schreiben. Leider wurde der von YouTube automatisch gelöscht. Das passiert mir leider öfter oder passiert leider öfter. Ich weiß nicht, warum ja, Kommentare da gelöscht werden. Ich habe immer gedacht, vielleicht wenn irgendwelche Links mit dabei sind, aber ich habe jetzt auch von Leuten gehört, bei denen wurden die Kommentare gelöscht, obwohl kein Link mit dabei stand. Ich kann ja immer nur noch die ersten paar Wörter sehen oder lesen. Und er hat mir geschrieben, irgendwie, dass ich anscheinend Alibaba ja relativ hoch gewichtet habe. Und ich gehe davon aus, dass die Frage dann letztendlich darauf hinführen sollte, wieso ich das denn habe oder keine Angst habe. Also 5% habe ich die aktuell ja gewichtet. Wenn wir jetzt zum Beispiel Warren Buffetts Kollegen Charlie Munger anschauen mit seiner Daily Journal Corporation. Der hat ja Alibaba zum Beispiel sogar mit 20% gewichtet, also der hat nur 5 Positionen in seinem Portfolio und davon eben 20% Alibaba. Das sind meine 5% sogar noch relativ klein dagegen. Aber wie ich ja gerade gesagt habe, ich investiere in Unternehmen. Natürlich, wenn jetzt
die chinesische Regierung auf die Idee kommt, dass alle Unternehmen nur noch, wie sie in der Bildungsbranche auch getan haben, alle nur noch Non-Profits-Unternehmen werden müssen, dann wird es ein sehr schlechtes Investment Alibaba. Allerdings sehe ich eben das Chancen-Risiko-Verhältnis sehr gut an. Letztendlich ist ja beim Investieren nicht anders, als eben das Chancen-Risiko-Verhältnis anzuschauen. Weil wenn jetzt zum Beispiel auch die chinesische Regierung komplett gegen Alibaba oder große Tech-Konzerne vorgehen würde, dass die keine Gewinne mehr machen dürften, dann denke ich, hätten wir ganz andere Probleme auf der Welt, weil dann würde der Konflikt zwischen China und USA mehr als eskalieren, da natürlich auch viele Investoren in chinesische Aktien investiert haben oder in chinesische ADRs, welche ja die Aktien verbriefen. Und ich denke eigentlich, dass das Risiko sehr, sehr gering ist, dass hier China ja, so etwas in der Art machen wollen würde. Aber ausgeschlossen ist natürlich hundertprozentig nie. Aber es kann natürlich auch mit europäischen Unternehmen immer irgendwas passieren, was komplett unerwartet ist. Letztendlich, wie gesagt, sehe ich einfach das Chancen-Risiko-Verhältnis sehr gut an und die, das eben bei der aktuellen Bewertung, da ich die eben sehr günstig finde. Genau, dann können wir hier auch kurz auf Analyse. Aber wie gesagt, die Performance hatten wir schon. Seit Anfang des Jahres ging es jetzt um 20,7% hoch, aber wie gesagt, finde ich jetzt nicht allzu wichtig. Interessant ist wahrscheinlich für euch auch noch, was hat sich so getan in meinem Wikifolio im Monat November. Können wir hier kurz durchgehen, dann gehe ich auch nochmal auf ein paar andere Seiten. Wenn wir hier sehen, ab November, das heißt ab hier, genau, die Hornbach Holding habe ich etwas reduziert. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, zu einer Analyse. Inzwischen ist der Kurs relativ hoch aus meiner Sicht. Natürlich immer noch, kann es auch weiter nach oben gehen. Hier ist aber natürlich immer das Risiko, dass sie ja durch Corona profitiert haben, weil ja natürlich viel mehr Leute dort eingekauft haben, da die Leute konnten nicht mehr in den Urlaub fliegen, also haben sie sich daheim schön gemacht und haben eben zum Beispiel bei Hornbach eingekauft. Das kann natürlich dann sein, dass die Gewinne vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht sogar teilweise zurückgehen. Und da eben jetzt alle daheim ja, sich schön gemacht haben und weniger eben dann sich darauf konzentrieren und eher wieder ihr Geld für Urlaub ausgeben. Und hier habe ich jetzt auch schon wieder reduziert. Ich hatte, glaube ich, schon mal reduziert mit einem Gewinn von fast 50%. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich demnächst die Position vielleicht auch verkaufen werde, wenn ich was anderes Besseres finde. Dann reduziert habe ich hier die 3U Holding. Die habe ich sogar dann später noch im Laufe des Monats November, wir sehen es hier, komplett verkauft. Mit einem Gewinn von gut 100%, also verdoppelt. 3U Holding habe ich hier auch mal die Homepage kurz. Das ist eben eine Holdingsgesellschaft mit drei Bereichen. Das ist einmal ITK, was eben für Informations- und Telekommunikationstechnik steht, dann erneuerbare Energien und SHK, was für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik steht. Und das ist natürlich schon mal, wenn man sowas sieht, eigentlich eher ein bisschen unschön, dass man hier eigentlich drei komplett verschiedene Bereiche innerhalb einer Holding hat. Wäre es natürlich schön irgendwie, wenn es eigene Unternehmen wären. Aber ist nun mal so. Und eigentlich der Grund, dass ich hier meine Position komplett aufgelöst habe, hat jetzt nichts direkt mit der 3U Holding zu tun, dass ich da jetzt nicht mehr überzeugt werde oder sowas, sondern hat einfach damit zu tun, dass ich den Wert oder den aktuellen Kurs eher jetzt als fair bewertet sehe und das Geld eben lieber in andere Unternehmen gesteckt habe. Das gleiche oder nicht das gleiche, aber auch Vectron habe ich verkauft im Monat November. Das war eh eine kleine Position. Die habe ich mit einem Verlust von gut 20% verkauft. Und der Verkaufsgrund ist hier einfach, weil mein Investment Case leider nicht aufging. Vectron bietet ja ein Kassensystem an, Schwerpunkt auch für Bäckereien, aber auch andere Gastronomie. Und hier gab es ja eine Gesetzesänderung vor kurzem oder ich glaube vorletztes Jahr war es oder letztes Jahr. Und da mussten die Unternehmen, die Gewerbe ihre Kassensysteme umstellen, was natürlich Zusatzeinnahmen dann wieder für Vectron bedeutet hat. Und da habe ich einfach mit mehr gehofft oder mehr erwartet, dass es mehr Zusatzeinnahmen gibt, bessere Margen. Es kam jetzt alles nicht so. Und nachdem eben mein Investment Case nicht eingetreten ist, habe ich dann unabhängig vom Kursverlauf verkauft. Also es wäre egal, ob hier minus 50% gestanden wäre, plus 50 oder 0 oder eben minus 21,7%. Ich habe investiert aus einem bestimmten Grund. Der Grund ist nicht eingetreten, also habe ich eben wieder verkauft. Aber da das eh eigentlich eine meiner kleinsten Positionen war, hat es gar nicht so große Auswirkungen auf mein Wikifolio gehabt. Es waren dann letztendlich, ich glaube, 0,2% vom Gesamtwikifolio an Verlust. Genau, und die Gelder, die ich eben hier verkauft hatte, habe ich eben dafür genutzt, um andere Unternehmen zu kaufen oder aufzustocken. Ich habe Nor Nickel aufgestockt, Universal Health Services.
Die habe ich ja beide schon, ich glaube, im letzten Monatsupdate vorgestellt kurz. Dann habe ich Alibaba weiter aufgestockt. Nochmal Nornickel und Alibaba, nochmal Nornickel. Also Nornickel gehört jetzt inzwischen schon zu einer meiner größeren Positionen hier mit 2,9%. Und ich habe noch Einhell etwas verkauft, die habe ich reduziert. Inzwischen haben die sich seit meiner Aufnahme in mein Wikifolio mehr als verdoppelt auf 216 Euro. Die habe ich jetzt etwas wieder abgebaut, da inzwischen der Kurs nicht mehr so günstig ist. Bei Einhell ist es so, dass das Wachstum sehr, sehr gut und auch das internationale Wachstum sehr, sehr gut. Und vor allem, wenn das internationale Wachstum weiter so anhält, kann dann natürlich noch einiges passieren. Aber das ja, Chancen-Risiko-Verhältnis wird natürlich umso schlechter, umso mehr der Kurs steigt. Vorausgesetzt natürlich, dass die Geschäftsentwicklung nicht so stark steigt. Also wenn jetzt sich das operative Geschäft natürlich verdoppelt und der Kurs verdoppelt sich, dann ändert sich sozusagen erstmal nichts am Chancen-Risiko-Verhältnis. Aber wenn sich jetzt der Kurs wie hier verdreifacht, aber zum Beispiel das operative Geschäft sich nur verdoppelt, dann ist die Unterbewertung natürlich nicht mehr so stark. Und auch hier Checkpoint Software Technologies habe ich weiter ausgebaut, ist ja auch in einer meiner größeren Positionen. Und eine Position habe ich komplett neu in mein Wikifolio aufgenommen, mit einer Gewichtung von 1,1%, und zwar Razer. Kann man hier auch mal kurz auf die Homepage gehen. Alle Gamer unter euch, die werden die Firma wahrscheinlich kennen. Sie bieten hier alles rund um das Gaming an, also von Stühlen über Gaming-Laptops, über Zubehör wie Tastatur, Mikrofon, Maus und so weiter, Beleuchtung. Und gehören hier wirklich zu den Premium-Marken und auch sehr bekannten und beliebten Marken. Gelistet sind die in Hongkong. Und hier ist nämlich mein Investmentgrund mal etwas Besonderes. Und zwar hat hier zum Beispiel auch Reuters berichtet, aber auch natürlich andere Nachrichtenagenturen auch, dass ein Konsortium um den Chairman Min Lang Tan und dann den nicht operativen Direktor Carling Lim, die zusammen ja schon 60% an Razer halten, also auch mehr als die Hälfte, dass die wohl eine Übernahme planen. Das steht schon länger im Raum, dass hier vielleicht eine Übernahme kommen soll. Offiziell ist es jetzt immer noch nicht, aber die Gerüchte verhärten sich, wie auch immer. Und hier sind dann Preise von 4 Hongkong-Dollar je Aktie im Gespräch. Der Umrechnungskurs in Euro ist mal 0,11, also haben wir 44 Cent die Aktie wären das dann, was die Übernahmemöglichkeit wäre. Wie gesagt, ist hier noch nichts Offizielles. Und bei dem aktuellen Kurs, beziehungsweise ich habe eben für 32 Cent gekauft. Der aktuelle Kurs ist auch, glaube ich, so um die 31, 32 Cent. Das heißt, wenn das wirklich zustande kommen sollte, das wird jetzt wahrscheinlich auch noch im Dezember veröffentlicht, wenn es eben so sein sollte. Und ich nehme an, dass es dann auch im nächsten Jahr durchgeführt werden würde. Das heißt, man hätte hier wahrscheinlich innerhalb von weniger als einem Jahr eine Performance von 37,5%, was natürlich fantastisch wäre. Aber man muss natürlich auch das Risiko sehen. Das Risiko ist natürlich, dass diese Übernahme nicht zustande kommt. Was würde das bedeuten? Natürlich, wenn wir hier mal den Kurs anschauen, also die Übernahmegerüchte, die ersten kamen hier, ich glaube im Oktober hier auf, wo es nach oben ging. Das heißt, der Kurs davor war bei 19 Cent oder 18 Cent. Das kann natürlich sein, wenn sich jetzt die ganzen Übernahmegerüchte wieder in Luft auflösen, dass der Kurs zurückfällt auf eben 18 Cent. Und das wäre dann eine Performance von minus 40% in etwa. Das heißt, man hätte nach oben eine Chance von knapp 40%, nach unten eine Chance oder Risiko von gut 40%. Ich persönlich sehe die Chancen der Übernahme sehr gut, also weit über 50%. So dass sich hier allein schon das Chancen-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht lohnt. Und zudem noch ein anderer Punkt: Eigentlich mache ich so Sachen mit, bei Übernahmen einzusteigen, um eben die Kursdifferenz zwischen Übernahmepreis und aktuellen Kurs noch auszunutzen. Mache ich eigentlich normalerweise nur dann, wenn die Übernahmen wirklich schon offiziell sind oder das Übernahmeangebot. Hier ist es ja wie gesagt noch nicht offiziell, deswegen ist das Risiko nach unten noch größer. Aber der Grund, wieso ich trotzdem investiert habe, ist, dass ich dann Razer, selbst wenn sie dann auf 18, 19 Cent wieder fallen, dass ich sie da eben für sehr günstiger achte. Das heißt, ich finde sie jetzt ohnehin relativ fair bewertet, mit der Chance nach oben. Und wenn sie nach unten fallen, gehe ich davon aus, dass die operative Entwicklung in den nächsten Jahren so gut sein wird, dass auch ohne der Übernahme eben der Kurs dann in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Und da kann man auch mal kurz auf die Geschäftszahlen schauen. Wir sehen hier,
Die Entwicklung, also die Umsatzentwicklung, ist ja hier in Millionen Dollar. Das heißt, von einer halben Milliarde Dollar im Jahr 2017 bis 2020 hat sich's ja verzweieinhalbfacht auf 1,2 Milliarden. Und auch wenn wir hier erstes Halbjahr 2021 anschauen, ist das nochmal ein enormer Sprung nach oben. Hier hat natürlich auch Corona geholfen. Aber im ersten Halbjahr sind wir hier nochmal um 80% oder so mit dem Umsatz nach oben gegangen von, ich kann es so kurz ausrechnen, um 68% ging es nochmal nach oben, der Umsatz von 447 Millionen auf 752 Millionen. Auch der Bruttogewinn hat sich verdoppelt sogar. Also man schafft hier natürlich, man kann immer besser skalieren, umso mehr man wächst, man schafft höhere Gewinne. Beziehungsweise wenn wir hier die Gewinne überhaupt anschauen, sehen wir, dass Razer bis 2019 noch Verluste geschrieben hat, 2020 das erste Mal Gewinn mit 0,8 Millionen und dieses Jahr im ersten Halbjahr schon 31,3 Millionen Euro Gewinn. Und ich denke, dass wir hier auch die Marge immer weiter verbessern können, oder zumindest sehe ich die Chance sehr gut an. Wir sehen hier auch die Margen zum ersten Mal mit 4,2% deutlich positiv und ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier Margen von ja, bestimmt 12% drin sein werden in diesem Bereich. Und wenn wir jetzt aktuell sehen, dass eben Razer mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Dollar bewertet ist, und ich kann mir gut vorstellen, dass der Gewinn dieses Jahr Richtung 1,5 Milliarden geht. Das heißt, wenn wir hier 1,5 Milliarden an Gewinn haben und wir eine Nettomarge in Zukunft, nicht dieses Jahr, aber vielleicht in Zukunft von 12% annehmen, dann wäre das dieses Jahr so ein theoretischer Gewinn von 180 Millionen Dollar. Und bei einer Marktkapitalisierung eben von 2,5 Milliarden haben wir hier einen KGV von 14 auf den eben theoretisch zukünftigen erzielten Gewinn. Natürlich ist es noch alles andere als sicher, aber wenn dann der Kurs nochmal einbrechen sollte, eben auf die 18, 19 Cent oder 17, 18 Cent, dann wäre die Bewertung hier nochmal deutlich niedriger und aus meiner Sicht eben zu niedrig, sodass ich hier eben auch im negativen Fall einer Nichtübernahme die Chance gut sehe, dass der Kurs sich trotzdem wieder stabilisiert und das Geschäft sich eben sehr gut entwickeln wird. Gleichzeitig hat, wenn wir noch in die Bilanz schauen, die finanzielle Situation kurz anschauen, hat Razer auch bei den, hier sehen wir die Non-Current Assets, also die langfristigen Vermögenswerte, und hier die kurzfristigen Vermögenswerte, und da haben sie 1 Milliarde Dollar in etwa an kurzfristigen Vermögenswerten und davon ist 0,5 Milliarde allein Cash. Also haben sie hier wirklich sehr gute Cash-Positionen. Wir sehen auch, dass sie keine Finanzverbindlichkeiten haben eigentlich, sowohl bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten als auch bei den langfristigen Verbindlichkeiten. Die langfristigen Verbindlichkeiten sind ohnehin sehr niedrig mit nur 35 Millionen und die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit 680 Millionen sind deutlich niedriger als die kurzfristigen Vermögenswerte. Und deshalb sehe ich eben auch die finanzielle Situation hier als sehr, sehr gut an. So, das waren jetzt die wichtigen Sachen von meinem aktuellen November-Update. Wenn ihr Fragen dazu habt, natürlich gerne in die Kommentare. Freut mich natürlich immer, wenn ihr in die Kommentare schreibt, das ist auch gut für den Algorithmus. Und dann schauen wir noch ganz kurz hier meine Bewertungsmappe an. Und hier seht ihr schon, ich habe wieder neue Unternehmen hinzugefügt. Also für euch sind ja Intel und SAP, seht ihr in der kostenlosen Version. Das Excel-Tool könnt ihr natürlich runterladen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf meiner Homepage gibt es einen ganz normalen Excel-Download. Und die anderen Unternehmen, da gibt es jetzt neu Facebook, Meta, Einhell und Baidu, die ich hier hinzugefügt habe, eben exklusiv für Kanalmitglieder der Stufe Investor und Partner. Die haben hier dann Zugriff auf die komplette Excel-Liste. Und bei SAP, die ich ja erst letzte Woche analysiert habe für euch, das Video findet ihr hier oben auch nochmal. Da hat sich Konstantin von Finanzfunk, den YouTube-Kanal, verlinke ich euch auch mal gerne in der Videobeschreibung, gewünscht, beziehungsweise den Vorschlag gebracht, den ich eben sehr gut finde, hier auch mal immer ein bisschen zu schauen, bei welchen Kursen würde ich dann vielleicht einsteigen, weil ich ja bei SAP zur Schlussfolgerung kam, dass mir SAP eigentlich zu teuer ist aktuell. In meinem negativen Szenario hier mit einer 1%igen jährlichen Nettorendite, in meinem normalen Szenario gerade mal knapp 5% und in meinem positiven Szenario rechne ich hier mit etwa 9% jährlicher Nettorendite für die nächsten 10 Jahre. Und das finde ich eigentlich sehr gut, dass ich euch hier immer mal zeige, bei welchen Kursen wird es eigentlich für mich eher interessant sein. SAP ist natürlich ein Top-Unternehmen. Das ist keine Frage. Super Burggraben, super Geschäftsmodell, gute Wachstumsaussichten. Also zwar kein starkes Wachstum, aber stetiges Wachstum. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die in den nächsten Jahren der Gewinn komplett einbrechen würde oder sowas oder die Umsätze. Also
Vom Unternehmen her wäre es auf jeden Fall ein Unternehmen, in das ich investieren würde, nur eben nicht zum aktuellen Kurs. Und wenn sich jetzt am Geschäft nichts ändert, am operativen, dann würde ich jetzt sagen, ja, vielleicht, ich gebe hier mal 80 € ein, ja, und dann sehen wir schon, wenn der Kurs jetzt 80 € wäre, würde ich im negativen Szenario eine Rendite von etwa 5% haben, eine jährliche Nettorendite auf 10 Jahre gerechnet, oder je Jahr. Und im normalen Szenario 8%, im positiven sogar fast 13%. Und bei so einem Top-Unternehmen wie SAP wäre das vielleicht so ein Szenario, was für mich interessant wäre. Und deshalb so Kurse um die 80 € wären dann wirklich Kurse, wo ich vielleicht dann auch einsteigen würde. Ist aber natürlich noch weit weg von den 116 €. Ich weiß auch nicht, ob es jemals dahin kommen würde. Ist mir auch egal, weil es gibt immer interessante Unternehmen, die eben aus meiner Sicht interessant bewertet sind. Und man muss einfach ein Auge offen lassen. Und wenn ein Unternehmen vielleicht mal in 5 Jahren interessant bewertet wird, was man gut findet, dann investiert man halt erst in 5 Jahren. Und wenn nie, dann eben nie. Genau, das war es jetzt aber von mir. Und dann bis zum nächsten Mal bei Value for Investors.